Das gefällt mir. Na klar. Ich bin einfach liebenswert. Dünnes Eis, Kleiner. Und was das Schloss angeht, was soll ich sagen? Besorg dir einen guten Dietrich. Wenn's mal so einfach wäre. Tatsächlich ist es das. Ein Dietrich ist kein Space Shuttle. Alles, was du brauchst, sind ein paar Metallstifte in der richtigen Größe und Form. Klingt machbar. Sag ich ja. Und wenn's dir nichts ausmacht, verzieh dich jetzt. Ich hab zu tun. Na dann, vielen Dank, Herr Dieb. Ey, denk dran. Dünnes Eis. Mein Fehler. Dann bis dann. Der Typ sieht nicht sehr vertrauens... Oh, das ist Hündchen. Hierher. Beifuß, komm. Kann ich dem den Hotdog geben? Ich würde dem Hotdog geben. Der gehört mir, den hab ich... Oh Mann, Randall. Ist nicht mehr sehr elastisch. Ich brauche jetzt noch... Ich glaube nicht... Ich brauche noch irgendwas... ...mit dem ich das machen kann. Ich habe mir gesagt, ich bin nicht allzu sehr kompetent für sowas. Aber hier ist noch Dings, Murrays Büro. Und ist kaputt. Habe ich schon alles mit... Ich weiß gar nicht, ob ich schon alles mitgenommen habe. Brauche ich nicht. Ah, die legendäre Super-Zuckerschnecke. Heldin einer ganzen Generation feuchter Teenager-Träume. Tatsächlich habe ich nie einen ihrer Comics gelesen, aber ihr Unterwäschekatalog war natürlich zum Brot einwickeln. Wirklich zum Brot einwickeln. Das kriege ich nicht. Passabler Dietrich, aber da fehlt noch was. Ja, Randall, denk nach. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Nee. Ich glaub nicht. Das muss. Geht nicht, Amigo. Das klappt. Hey, dann mach ich doch. Ja, okay. Irgendwas fehlt da. Und ich habe keine Ahnung, was. Gehen wir mal in Mass Pfandleihe. Vielleicht gibt's da ja noch was. Das ich benutzen könnte. Braucht man wohl. Ich störe lieber nicht. Es sieht nach einer Leben und Tod. Ich helfe ihm da. Leider hat Mel jetzt eine Menge. Ja, gern. Hier habe ich alles gemacht.
Geldautomat. Rohr. Es gibt kein. Habe ich die. Ich habe die Rasierklinge nicht mehr. Es wäre unklug, da noch. You shall not pass. Gehen wir zu Mats Wohnung. Da ist der komische Typ mit seinem Koala-Con-T-Shirt. Also irgendwo komme ich da jetzt nicht drauf. Mikrowelle. Nutzlos. Das Ding ist schon lang. Dann gehe ich mal zu Clayton's Cave. Vielleicht weiß der Penner noch was. Ich hab schon mach's gut gesagt. Hauen wir hier ab. Ich will nicht meinen Verstand verlieren. Ich hab schon. Ha. Ich will ihm mal den. Nein. Ich guck so böse. Ich hab erledigt, was sie wollte. Außerdem war das genug Erniedrigung für heute. Pater? Pater? Das ist Elaines Job. Da muss man Münzen reinschmeißen. Ich nehm die Scheiß. Ich würde Rapture gerne mal besuchen. Sieht nach einem schönen Ort aus. Ja, ich auch. Mich hat man auch eingelegt. Ich hab auch geglaubt, dass der Kuchen keine Lüge ist. Zielen habe ich es wohl nicht so. Es wird Elaine nicht gefallen. Nicht jetzt. Zudem fehlt da die Kugel in Weiß. Und ja. Ja, da kann ich hier nichts machen. Oh boy. Mir kommt da so ein Gedanke.
Er hat mir schon gesagt, nur 2 Metallstifte in passender Form und Größe und schon habe ich meinen Dietrich. Sieht gut aus. Okay. Wenn du die Form etwas anpasst... Verstehe. Okay. Ich glaube, ich brauche etwas aggressiveres. Teleskop entzügeln. Okay. Es gibt kein... Das gebe ich nicht... Okay, aber wo gibt es was, mit dem ich das bearbeiten kann? Vielleicht bei Ren in der Wohnung? Gehen wir mal aufs Dach. Mann, ich könnte mir sonst was holen, wenn ich die nur... Die kann ich nicht einfach... Das macht keinen Sinn. Da macht's halt keinen Sinn, Mann. Es muss einen besseren. Muss einen besseren Weg nach unten geben, ich weiß. Gut, gehen wir mal in Renes Bude. Da ist ein Yoshi-Ei. Er hat Randall in seinem Zimmer noch irgendwas? Wecker, Socke, nee. Alles nicht. Auf jeden Fall, der eine passt auf jeden Fall, aber irgendwas fehlt dran noch. Defekt. Das nehme ich nicht. Zutritt verboten? Mann, jetzt will ich erst recht wissen, was da drin ist. Ich habe keine... Das sollte ich lieber... Das Ding hat mich bereits die Hälfte meiner... Bei Mets Wohnung gibt es auch diese Schublade. Ich könnte vielleicht versuchen, den damit irgendwie hinzubiegen. Ja. Wenn nicht, dann habe ich auch keine Ahnung mehr. Ich habe hier noch nie angeklopft und ich fange jetzt. Das macht kein. Ja, okay. Die muss ich nicht nehmen. Das ist Mets Kaffeetasse. Da scheint was drin zu sein. Den fasse ich lieber nicht an. Das macht keinen... Ja, okay, dann macht's ja keinen Sinn, Mann. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich würde gerne in der Lösung nachschauen, aber ich habe gesagt, ich mache das ohne danach zu schauen. Und das werde ich auch. Ich werde sicher keinen Kaugummi... Echt? Ich werde sicher...
extra süßes Kaugummi. Ich will aber extra süßes Kaugummi haben. Ich werde es... Es macht kein... Es gibt mein schönes Radio. Das nehme ich nicht. Ich habe schon alles, was ich wollte. Das macht kein... Das macht... Clayton's Cave gefällig. Das weiß ich. Und da müsste ich fertig sein. Das macht kein... Das macht... Das macht... Ich glaube, mehr hat er nicht zu sagen. Und das gefällt... Das macht... Okay, Leute, dann speichere ich jetzt mal. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich einfach mal ein bisschen Lisa spielen. Ja, ich habe das Spiel Lisa. Und dann werde ich vielleicht auf andere Gedanken kommen. Also dann mal bis später mal. So, ihr. Denn ich werde dann jetzt erstmal eine kleine Pause machen, natürlich. Und dann geht's weiter. So. Und ja, und wir kommen wieder zurück. Ich hinterlasse nicht gerne. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, was ich jetzt tun soll, aber... Das nehme ich nicht, Charlie. Das ist Charlies Glas. Ich weiß nicht. Ich kann nicht streichen. Ich probiere mal da was. Lieber nicht. Ich will mal hier probieren, hier was in das, mit dem Glas zu machen. Vielleicht funktioniert da ja irgendwas. Ich weiß ja nicht. Hi. Okay. So viel zum Thema, er mag kein. Er hat eine Fischallergie. Nachricht. An Randall Hicks. Wie geht's, mein Freund? Bist du verwirrt? Verwundert über diese Situation vielleicht? Das ist ganz normal. Schließlich ist das hier neu für dich. Ist das ein Traum? Oder siehst du die Welt jetzt nur so, wie sie wirklich ist? Fragen wie diese helfen dir nicht. Ich schon. Ich kann ein wertvoller Verbündeter sein. Aber denk dran, du musst alles machen, was ich sage. Betrachte mich als eine Art Orakel. Wo du mich finden kannst, das weißt du. Leute wie ich bevorzugen die dunkelsten und einsamsten aller Orte. Ich werde dort warten. Ergebenst. Dein wahrer Verbündeter. Schickt mir da auch noch irgendwelche Nachrichten, Mann. Das ist nicht gut. Ich hätte gleich drauf kommen sollen mit dem Thunfisch. Aber was es mir bringt, habe ich jetzt keine Ahnung.
Oh, stimmt ja, da kann ich das Dings klauen, das Lichtschwert. Stimmt ja. Mann, wieso komme ich da nicht gleich drauf? So eins wollte ich schon. Ich will das Schwert mitnehmen. Na, schon wenn ich's nur anschaue, aber soweit geht's. Ich glaub nicht, dass mir da... Ich gehe jetzt nochmal zurück in Mads Wohnung, vielleicht kann ich da doch nochmal was machen. Weil sonst fällt mir kein Ort mehr ein. Randalls Wohnung ist nichts. Claytons Cave bin ich jetzt fertig. Bei Mel gibt's auch nichts mehr. Und Mads Wohnung ist das einzigste, was ich... Gehen wir in die Küche. Oh, dieser Hafer. Mit dem Ofen habe ich nichts zu... Ja, ja. Das lasse ich mal. Da ist noch was von Matt drin. Der Blendomatic 9000. Es gibt nichts. Wenn das Matt zerstückelt hat... Vielleicht kann das dann auch den Draht zerstückeln. Dieses Ding erstaunt mich immer wieder. Hey, das hat sogar funktioniert.